Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Wir sind jetzt mit Triss verabredet auf einen Maskenball. Nehmen wir es jetzt mal ein Date. Wir haben ein Date mit Triss und müssen dafür noch Masken kaufen und neue Kleider. Also müsst ihr nicht, aber wir wollen ja Eindruck beim Triss schinken. Also müssen wir noch ein bisschen was tun. Mal einen Deckel drauf, wenn sie in der Gruppe regnet. So. Ich dachte, da steht er. Nee, da sitzt er. Hallo, illegal. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Oh, bitte. Oh, spiel Karten mit mir. Ja, dann spiel Karten mit mir. Ich will Karten spielen. Ich fange an, okay. Da steht der im Tisch. Eigentlich egal, nur 5er. Auch so wie sie mir. Ich nehme noch die eine Karte. Das ist auch schon knapp eigentlich. Dann haben wir gleich auf den Punkten. Na klar. Na dann bringt das hier nichts mehr. Ich glaube nicht, dass ich noch gewinne. Nein, ich glaube, die macht den nicht kaputt. Machen. Ja. Ein Punkt verloren. Ein Punkt. Hallo, Revanche. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nein, ich würde die Karten ins Gesicht klatschen. Ich will Karten spielen.
Also ja, mich hat's voll erwischt. Ich denke, man hört es auch gut. Also gestern halt Schnurhalsschmerzen. Heute ist meine Stimme auch noch belegt. Meine Nase geht langsam zu. Also es verabschiedet sich alles. Ich wollte jetzt noch so schnell aufnehmen, wie geht. Also ich nehme jetzt noch 2 Folgen Witcher auf und wenn ich es noch schaffe, 2 Folgen Pokémon. Das heißt, dann hätte ich doch bis Dienstag, Freitag, bis Freitag dann aufgenommen. Mal gucken, ob das dann reicht. Und dann wieder geht. Aber das werde ich dann erst später merken. Nicht reichen. Ja, ich muss mindestens. Ja, die. Nur noch eine von euch beiden legen. Hä, die hatte doch 6. Die Augen versagen auch schon den Dienst. Also, läuft. Nichts mehr. Das bringt was? Nein. Dass sie sowas hatte. Ah, meine Karte. Neckar, na toll. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ja, bitte. Und dazu eine passende Fuchsmaske. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Wahrscheinlich keine Kleider, denk mal. Das Märchen. Er hat wirklich nichts getrunken. So, wir sollen eine Fußmaske kaufen. Und da wir da voll sind, nehmen wir nicht die Vogelmaske. Auch nicht die Harlekin, sondern die Wolfsmaske. So, nur die Hose. Ich glaube, das war. Nein, ich war noch Schuhe.
Ich brauche noch Schuhe. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ich will ja nicht angreifen, du Banane. Sondern will ich gerne meine neuen schicken Klamotten anziehen. Ah, so. Sieht auch schick aus. Schon die Maske anlegen. Eigentlich. Jetzt der Regen riecht hier anders. Sieht ja nicht schick aus. Jetzt schnell zu Triss. Man könnte zur Party gehen. Das Regen auf sich. Hab ich in den Knochen gespürt. Er hat es sich bequem gemacht. Seine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Vielleicht zieht sie endlich mal zu ihm. Ja, vielleicht zieht sie ja eigentlich mal zu mir. Hab zwar keinen Anwesen, aber vielleicht kommt das ja noch. Dam, dam, dam. Wo ist sie denn? Ach, da oben. Hallo, Triss. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Ich habe die Masken. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Also ich persönlich, ich mag die Yennefer gar nicht. Ich finde, das ist eine richtig fiese, gemeine Alte. Mir ist Triss einfach von der Art her viel sympathischer. Aussehen tun die alle gut. Also, ist ja jetzt keine hässliche, die da rumläuft irgendwie. Ein Weg. Der Begeboots. Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelboots. Die Einladung, bitte. Fuchsmasse, alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelboot im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Ach, ich muss gleich dringend speichern. Der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronet. Wo finde ich einen anderen Baronet? Hallo Vivian. Nun tu nicht
nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Triss, verschütten wir von hier. Du wolltest schon aus dem Haum. Du wolltest es nicht anders. Ins Gesicht. Oh. Danke, dass du es nicht machst. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Selber schon. Ist doch nichts passiert. Nein, gar nichts passiert. Und lass sie ja in Ruhe. Er ist ein Kraken, okay. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Herr Triss, dazu sind wir nicht hier. Nicht reagieren. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Blöd, Mann. Wer war das? Der hat mir nicht gefallen. Der hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Ich bin ein Kraken! Seid in so Ruhe zu investieren. Er ist wirklich blau. Sehen wir uns um. Einmal hier und speichern. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir. Übernehmen Sie zunächst dann, ne? Sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Ich möchte wir spielen. Wir können anfangen. Also wenn ihr alle Glint-Karten sammeln wollt, dann müsst ihr das unbedingt mitmachen. Aber ich meine, die haben nachher noch eine Möglichkeit reingeplätscht, die Karten nochmal nachträglich zu bekommen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe das immer direkt da gemacht. Selbst beim allerersten Mal. Irgendwie habe ich das gesehen und habe es gemacht. Aber ich glaube, ich hatte bessere Karten. Ich habe jetzt nicht so besondere Karten dabei. Schon mal nicht schlecht. Ich bin, glaube ich, schon spät drauf.
Ich hab's ein Fies. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, wie sinnfrei das hier gerade war, ne? Verdoppelt sich die Punkte wenigstens noch. Ja, hab ich mir fast gedacht. Eine in der Hinterhand. No, ich bin dran. So, ich könnte jetzt rein theoretisch die legen, aber das bringt eigentlich nichts. Ich könnte auch rein theoretisch die legen, das bringt aber auch nicht wirklich was. Ich stehe jetzt einfach mit den meisten Punkten. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Ja, dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Ja. Nein, danke. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Nein. Mal nochmal speichern. So. Also spielen wir? Dein nächster Gegner, Graf Go. Sein Vater hat eins, aber unterschätzt. Ja, ich unterschätze verzweifelt. Wir können anfangen. Hallo? So, Spiel starten. Die erste Karte, die er gelegt hat, ist eine Besonderheit von den Scoia'tael. Die können wechseln, die können also im Prinzip tauschen. Sie können sich aussuchen, ob sie als Bogenschütze gelten oder als Nahkämpfer. Aber ich spiele ja gesagt nie Scoia'tael. Entweder Novigrad oder hier nördliche Königreiche. Oder ich könnte... Mh.
obwohl. Hätte jetzt alle Karten vernichtet. Richtig dämlich. Da machen wir alles raus. So. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin. Sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Nein, danke. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? So. So. Also, jetzt. Spiel. Ja, Emma, wir spielen. Ja, mir egal, gegen wir wen. Wir können anfangen. Monsterkarten. Oh, keine guten Karten auf der Hand. Oh, Entschuldigung, ich bin so müde. Jetzt noch eine Karte legen, in der Hoffnung, dass er weiterlegt. Ja. Ich lege hier nur eine Karte hin. Das ist das Problem, es bleibt immer eine Karte liegen. Bei den Monstern. Ich muss halt immer mit einkalkulieren. Ich hab jetzt die und die bringt mir gar nichts. Toll.
So. So, und das war der erste Teil dieses Festes, denn wir machen hier einen Cut und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen oben da und ein Abo und ich freue mich ganz, ganz doll und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda. Bye.